Hi! In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Ukulele ganz einfach stimmen kannst, ohne Stimmgerät. Ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie es funktioniert und am Ende des Videos kannst du es. Und ich zeige dir die Vorteile, die du hast, wenn du eine Ukulele nach Gehör stimmst und nicht nach einem Stimmgerät. Also schau das Video bis zum Ende, weil dann kannst du es. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du deine Ukulele stimmen kannst. Du kannst ein Stimmgerät verwenden oder du kannst dir eine App runterladen für dein Smartphone und somit deine Ukulele stimmen oder du kannst deine Ukulele einfach nach Gehör stimmen. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du deine Ukulele nach Gehör stimmen kannst. Mit einem Stimmgerät zu stimmen hat durchaus Nachteile. Ich stimme zum Beispiel meine Ukulele so gut wie nie mit einem Stimmgerät. Stimmgeräte kannst du dir an die Ukulele hinklemmen und wenn du die Saiten einzeln spielst, dann zeigt dir das Stimmgerät den Ton an. Das hat aber durchaus Nachteile. Der erste Nachteil ist, du musst es immer dabei haben. Der zweite Nachteil ist, ein Stimmgerät funktioniert so, dass die Schwingungen übertragen werden und da die Ukulele nur relativ kurz schwingt, funktionieren diese Stimmgeräte meistens oder sehr oft nicht. Denn diese Stimmgeräte sind eigentlich für Gitarre optimiert, die ein längeres Sustain hat, länger klingt und da funktioniert es einwandfrei. Meine Erfahrung ist bei Ukulelen, dann schlagen die oft nicht aus oder sie zeigen den Ton nicht richtig an. Die sind oft nicht zuverlässig. Ich habe noch ein anderes Video, wo ich genau erkläre, worauf du achten solltest, wenn du dir eine Ukulele kaufst und welches Zubehör sinnvoll ist. Und da habe ich auch schon darauf hingewiesen, dass ein Stimmgerät nicht zwingend nötig ist. Wenn du also noch keine Ukulele hast oder wenn du dir eine neue kaufen möchtest, dann schau dir durchaus dieses Video auch an, damit du genau weißt, worauf du achten solltest. Was schon durchaus besser funktioniert ist, wenn du mit einer App deine Ukulele stimmst. Das kann ich dir auch durchaus empfehlen. Eine App zu haben, mit der du die Ukulele stimmen kannst, ist sehr, sehr sinnvoll. Und so habe ich auch angefangen, meine Instrumente generell zu stimmen. Ich habe mir einfach eine App runtergeladen für mein Smartphone und einfach nach der App das Instrument gestimmt. Und eine Empfehlung von mir zum Beispiel, welche App da gut ist, wäre zum Beispiel Guitar Tuner. Das empfehle ich dir durchaus. Geh mal in den App Store, such nach Guitar Tuner, lad dir die App herunter und die funktioniert ganz einfach. Du kannst dann nämlich dir eine Ukulele als Instrument auswählen, du siehst die vier Saiten und dann spielst du hintereinander die Saiten an und dann siehst du ganz genau, ob der Ton passt oder nicht. Das funktioniert sehr einfach. Ich blende es dir ein, was du dann auf dem Bildschirm siehst. Und wenn der Ton richtig ist, dann leuchtet es grün. Und wenn nicht, dann zeigt er es dir genau an und du kannst ein bisschen justieren. Könntest du vielleicht denken, warum soll ich denn jetzt noch die Ukulele nach Gehör stimmen, wenn ich doch einfach nach einer App auch stimmen kann? Und das ist eine berechtigte Frage und deshalb zeige ich dir jetzt noch die Vorteile, die du hast, wenn du nach Gehör stimmst. Erstens, du musst kein weiteres Gerät mit dir rumtragen, weder ein Smartphone noch sonst irgendwas. Zweitens, du hast den großen Vorteil, wenn du nach Gehör stimmst, kannst du dein Instrument auch an andere Instrumente anpassen. Du kannst dich also nach Instrumenten, die vielleicht anders gestimmt sind, richten. Zum Beispiel hier mein altes Klavier ist einen Halbton tiefer gestimmt, weil der Klavierstimmer gemeint hat, wenn er das richtig stimmt, dann verstimmt es sich relativ schnell und deshalb ist das ein Halbton tiefer. Und wenn ich also Ukulele spielen möchte und jemand spielt hier das Klavier, dann muss ich in der Lage sein, meine Ukulele auch tiefer zu stimmen. Das heißt, ich hole mir dann einen Referenzton von dem anderen Instrument, in dem Fall vom Klavier, und stimme dann die Ukulele entsprechend. Und das ist eine gute Fähigkeit, wenn man das hat, denn da hilft dir ein Stimmgerät dann nicht mehr. Ein weiterer Vorteil, den du hast, wenn du die Ukulele nach Gehör stimmst, ist, du trainierst dein Gehör. Du trainierst dein relatives Gehör, du kannst besser Intervalle einschätzen und allein deshalb lohnt es sich, das zu lernen. Außerdem, ein weiterer Vorteil, die Leute sind sehr beeindruckt, wenn du das kannst. Und es ist sehr, sehr leicht zu lernen und jeder kann es lernen. Welche Fähigkeiten brauchst du jetzt, um deine Ukulele nach Gehör zu stimmen? Hier muss man erstmal unterscheiden zwischen dem absoluten Gehör und dem relativen Gehör. Ein absolutes Gehör hast du,
wenn du einen Ton hörst und ohne jeden Referenzton schon weißt, was das für ein Ton ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du so ein absolutes Gehör hast, liegt bei ungefähr 1 zu 10.000. Zumindest im europäischen Bereich. Deshalb gehe ich jetzt nicht davon aus, dass du das kannst. Ich kann es auch nicht. Aber das Gute ist, du brauchst kein absolutes Gehör, um deine Ukulele zu stimmen, denn alles, was du benötigst, ist ein relatives Gehör und das hat jeder und das kann jeder verbessern. Und das ist genau der Vorteil, wenn du jetzt deine Ukulele nach Gehör stimmst, du trainierst dein relatives Gehör und glaub mir, irgendwann wird dir das in Fleisch und Blut übergehen und du kannst deine Ukulele super easy stimmen. Wie gehst du jetzt am besten vor, wenn du deine Ukulele stimmst? Am besten gehst du so vor, dass du dir am Anfang einen Referenzton holst und hier empfehle ich dir auf jeden Fall mit dem C, also mit der C-Seite anzufangen. Das ist die zweite Seite von oben oder die dritte von unten, je nachdem wie du es betrachtest. Die dickste Seite auf der Ukulele, das ist die C-Seite. Öffne einfach mal die App und spiel ein C bzw. spiel die C-Seite und schau, ob sie stimmt. Die stimmt. Also, der erste Schritt ist, du holst dir den Referenzton fürs C. In dem Fall habe ich das mit der App gemacht und ich weiß, das ist jetzt ein richtiges C. Wenn ich aber beispielsweise zu meinem Klavier spielen möchte, dann würde ich mir jetzt ein C auf dem Klavier vorspielen und würde nach Gehör so die Ukulele so stimmen, dass das C genauso klingt wie das C am Klavier. Beachte, dass du diesen Schritt, also wenn du wirklich ein richtiges C haben willst, nur brauchst, wenn du mit anderen Musikern zusammenspielst oder wenn du sicherstellen möchtest, dass deine Ukulele auch zu einem Song richtig dazu passt, den du dir gerade im Radio oder über einen Streamingdienst anhörst. Wenn du alleine spielst für dich, dann brauchst du das eigentlich gar nicht, weil dann geht es nur darum, dass die Töne relativ zueinander stimmen und da brauchst du nicht mal dann eine App dazu. Du stimmst eine Ukulele, indem du an den Stimmwirbeln drehst. Und so kannst du genau sehen, dadurch, dass du drehst, ändert sich die Spannung der Saite und dann klingt der Ton entweder höher oder tiefer, je nachdem, in welche Richtung du drehst. Das hast du ganz schnell raus. Also, du hast jetzt eine Ukulele, wo das C richtig ist, beziehungsweise wo diese Saite dein Referenzton ist. Dann nimmst du diese Saite als Referenzton für die nächste Saite. Und die nächste Saite ist die E-Saite. Und du bekommst ein E, indem du bei der C-Saite auf dem vierten Bund drückst und sie spielst. Das ist ein E. Das heißt also, diese Saite, also wenn du auf dem vierten Bund die C-Saite spielst, muss es genauso klingen wie die leere E-Saite, also wie die nächste Saite. Und wenn die nicht gleich klingen, dann ist die E-Saite verstimmt. Dann ist sie entweder zu tief oder zu hoch. Ich zeige es dir jetzt mal am Beispiel einer zu tiefen E-Saite und ich empfehle dir auch, dass du das erstmal so übst. Stimm also mal die E-Saite tiefer. Jetzt weißt du, die E-Saite ist zu tief. Damit kannst du schon mal ausschließen, dass sie zu hoch ist. Du musst dir also keine Gedanken über zu hohe Töne machen, sondern du fängst einfach mal an, von unten nach oben dich hochzuarbeiten. Genauso habe ich es gelernt und es hat mir sehr weitergeholfen. Also, wir haben nun eine korrekt gestimmte C-Saite und die E-Saite stimmt noch nicht. Du weißt jetzt also, die E-Saite ist zu tief. Wie stimmst du sie jetzt korrekt? Du spielst jetzt die C-Saite am vierten Bund und vergleichst den Ton mit der leeren E-Saite. Und das klingt schon sehr dissonant, weil die ist zu tief. Die musst du jetzt höher stimmen. Dann spielst du sie leer und stimmst ein bisschen höher. Und dann schaust du nochmal, ich stimme es ein bisschen höher und schau mal, klingt das jetzt richtig? Klingt immer noch nicht gleich. Ein Tipp gebe ich dir auch noch, was du auch machen kannst, was mir auch sehr geholfen hat, ist, spiele mal die korrekt gestimmte Saite bis zum vierten Bund in Halbtönen nach oben. Also fang mal beim ersten Bund an. Dieses dö, 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 dö. Das nennt sich chromatisch nach oben gehen. Dö, 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 dö. Und dann spiel das mal, indem du die ersten drei wieder spielst, aber dann spielst du nicht
den vierten Bund, sondern statt dem vierten Bund spielst du die nächste Saite, die ja eigentlich so klingen müsste wie der vierte Bund. Und so kannst du schön beurteilen, ob das auch richtig klingt. Also ich mach mal vor. Dun, dun, dun. Klingt nicht wie. So müsste es klingen. Klingt aber nicht so. Warum? Weil die Saite zu tief ist. Also, ich stimme sie noch etwas höher. Dann prüfe ich nochmal. So müsste es klingen. Noch nicht ganz. Und so kannst du dich herantasten. Und irgendwann. Sollte es stimmen. Und dann überprüfst du nochmal. Dann spielst du wieder beide gleichzeitig, also den vierten Bund und die leere Saite. Da ist keine Dissonanz. Schauen wir mal, ob das E stimmt. Stimmt. Du hast jetzt also zwei richtig gestimmte Saiten, nämlich die C-Saite und die E-Saite. Als nächstes kommt dann die A-Saite. Und da gehst du ganz genauso vor. Überleg dir, was ist da ein A? Und ein A bekommst du hier auf der E-Saite, E, F, G, A, indem du den fünften Bund auf der E-Saite spielst. Und dieser Ton ist wieder dein Referenzton für die nächste Saite, nämlich für die A-Saite. Das heißt, du gehst hier ganz genauso vor, du spielst den fünften Bund an der E-Saite und vergleichst den Ton mit der leeren A-Saite. Und das muss wieder identisch klingen. Und so gehst du ganz genauso vor. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Saite richtig ist, stimm sie mal tiefer, dass du ganz genau weißt, die ist ganz sicher jetzt tiefer. Vergleich mal, ich spiele wieder gleichzeitig. Klingt extrem dissonant. Auch hier kannst du wieder prüfen, indem du chromatisch nach oben gehst. Geh einfach mal vom zweiten auf den dritten, auf den vierten, auf den fünften, auf das A, also und dann spielst du nochmal zweite, dritte, vierte, spielst aber nicht den fünften, sondern die leere A-Saite. Klingt nicht richtig, klingt eben zu tief. Also stimmst du wieder nach oben und überprüfst mal ein bisschen. So ist es richtig. Zu tief, also nochmal. Und dann gehst du noch auf die erste Saite, auf die G-Saite. Da funktioniert es ganz genauso. Wie bekommst du ein G als Referenzton? Ganz einfach auf der E-Saite im dritten Bund. Das ist ein G. Und das muss genauso klingen wie die offene G-Saite. Und so gehst du Saite für Saite vor und schon hast du deine Ukulele gestimmt. So wie ich dir es gerade erklärt habe, findest du es auch in dem Taschenbuch von Xalani Musik Ukulele lernen mit Erfolg, wie du sofort Ukulele spielst und dabei Spaß hast. Das ist ein cooles Taschenbuch, wo du alles lernst, was du wissen musst, um Ukulele zu spielen, um sofort mit Ukulele loszulegen. Und da lernst du auch, wie du stimmst. Da lernst du aber auch Akkorde und wie du Melodien spielst. Und du hast eben auch QR-Codes, die du scannen kannst, wo du nicht nur deine Ukulele damit stimmen kannst, sondern wo du auch Videos siehst, die dir genau zeigen, wie du spielen musst. Wenn du an dem Buch Interesse hast, dann klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung. Jetzt noch ein paar Tipps, wenn du das lernst. Der erste Tipp ist, habe Geduld. Bei mir hat es auch am Anfang nicht gleich geklappt. Ich war mir immer sehr unsicher, klingen jetzt die Töne gleich oder nicht. Bleib einfach dran, auch wenn es noch nicht gleich klappt, du wirst es irgendwann können. Und wenn du das kannst, dann machst du einen wirklichen Sprung in deiner Entwicklung, was dein Gehör anbelangt. Denn dann hörst du plötzlich Intervalle viel, viel besser und kannst sofort dein Instrument stimmen oder kannst sofort dein Instrument nach einem Klavier oder nach einem Blasinstrument stimmen. Das ist eine fantastische Fähigkeit, bleib dran, es lohnt sich. Der nächste Tipp ist wirklich, fang an mit einer Kombination. Nimm eine App und stimme mal deine Ukulele
und dann verstimmst du eine Seite absichtlich. Und dann versuch mal, diese Seite richtig zu stimmen, so wie ich es dir erklärt habe, und auch anhand einer Tonleiter, und lerne zu beurteilen, klingt das richtig oder falsch. Das wirst du irgendwann so simpel können, das wird dir in Fleisch und Blut übergehen. Dann noch der dritte Tipp: Eine Ukulele hält die Stimmung, wenn es eine gute Ukulele ist, relativ lang. Also du solltest gar nicht so oft stimmen müssen. Hier die Xalani, die muss ich einmal die Woche vielleicht stimmen. Es kommt natürlich darauf an, wie oft du spielst und wie warm oder wie kalt es bei dir ist. Das hat auch noch immer Auswirkungen auf die Stimmung. Aber generell sollte sie sich nicht so schnell verstimmen. Wenn du eine Ukulele hast, die sich super schnell verstimmt, dann empfehle ich dir, kauf dir eine bessere Ukulele, dann hast du mehr Spaß. Wenn du an der Xalani-Ukulele interessiert bist, findest du auch einen Link dazu in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und abonniere den Kanal, damit du benachrichtigt wirst, wenn das nächste Video online ist. Dann wünsche ich viel Spaß beim Ukulele-Spielen und bis dann.